Martialisches Auftreten, eigene Gesetze, Revierkämpfe und brutale Gewalt. Die Rockergruppe Bandidos MC Federation Westzentral ist ab sofort verboten und aufgelöst. Von dem Verein gehe eine schwerwiegende Gefährdung für die Allgemeinheit aus, heißt es zur Begründung. Es geht um die Durchsetzung eines Vereinsverbots des Bundesinnenministers, das ab dem heutigen Tag seine Gültigkeit hat und das die Bandidos MC Federation Westzentral betrifft. Ziel des Einsatzes heute ist die Beschlagnahmung des Vereinsvermögens, das jetzt der Einziehung unterliegt. Und deswegen sind wir jetzt hier eben im Moment am Clubheim tätig. Bundesinnenminister Horst Seehofer veröffentlichte die Verbotsverfügung am Montag in Abstimmung mit den Innenministern von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Tätigkeit des Vereins und seiner 38 Chapter genannten Teilorganisationen laufe den Strafgesetzen zuwider. Schwere Körperverletzung sowie versuchte und vollendete Tötungsdelikte gehen demnach auf das Konto der Gruppierung. Es ist das bislang größte Verbot einer kriminellen Rockergruppe.